So, ich bin jetzt wieder da. Es geht weiter. Als erstes, wie Krokodile, wir führen ein tolles Leben, wir liegen an der Sonne. Die Sonne erwärmt unser Bäuchlein, ihr Menschen, ihr steht angezogen. Die Natur hat euch, ich weiß, nackt erschaffen, ihr steht mit Kleider auf euch, dadurch habt ihr Sonnenmangel. Dadurch erneuern sie nicht eure Zellen, wir sind kerngesund. Wir sterben an Altersschwäche, wenn überhaupt, vielleicht kommt eine, zieht uns die Haut ab. Und diese Sonne ist sehr wichtig. Deshalb würde ich als Krokodil, wenn ich Mensch wäre, würde ich vielleicht ein wenig Sonne tanken. Und diese Sonne gibt es in Form von Vitamin D3. Vitamin D3 aktiviert in meinem Körper als Krokodil 2800 Gene. Ich kriege eine tolle Haut, ich kriege eine tolle Verdauung, kann auch Menschen zwischendurch verdauen, wenn ein Unfall passiert. Mein Körper wird erneuert und deshalb würde ich als Krokodil mal, ich weiß, mal 10, 20 Tage 40 Tropfen Vitamin D3 nehmen. Wenn ich so ein Gewicht hätte wie euch, vielleicht habe ich 70, 80 Kilo, bin noch ein ganz kleiner Krokodil. 10 Tage 40 Tropfen Vitamin D3 und danach würde ich lebenslang täglich meine D3-Tropfen nehmen. Sonne, Menschen könnt euch nicht aussetzen, eure Haut ist ganz schwach. Natürlich bekommst du Sonnenbrand, du kriegst einen Hautkrebs. Deshalb würde ich meinen Körper schützen, aber würde innerlich Vitamin D3 nehmen. So das Wichtigste überhaupt auf diesem Planet zu leben, die Sonne. Ihr seht, jede Pflanze verwest im Dunkeln, sie entartet, sie kriegt Triebe, bösartige, gutartige Triebe, was bei uns, bei Menschen oder Krokodile Krebs auslöst. Zweitens, ohne Vitamin D3 wird unser Körper, unsere Verdauung nicht angeregt. Wir kriegen eine ganz schlechte Haut. Und deshalb, mein erster Ratschlag als Krokodil, 10 Tage 40 Tropfen Vitamin D3, danach 10 Tropfen lebenslang. Um ganz starke Knochen zu kriegen, würde ich Vitamin K2 nehmen. Und zwar Vitamin K2, 10, 15 Tropfen und das auch lebenslang. Unsere kleinen Krokodile bekommen Vitamin K2. Menschen nehmen kein Vitamin K2. Dadurch haben die Kinder ganz kleine Kiefer. Wir brauchen einen Haufen Zahnspangen. Die Kinder leiden bis 18 Jahre. Zähne werden rausgerissen. Orthopäden, Zahnchirurgen haben was zu tun. Vitamin K2 würde das verhindern. Unsere Mädchen heutzutage kriegen gar keine Kinder mehr. Sie haben zu enges Becken. Vitamin K2 macht das Skelett schön gedeiht. So, also ich würde meinen kleinen Krokodilkinder geben, für jedes Kilogramm Körpergewicht, ein Tropfen Vitamin K2 und ein Tropfen Vitamin D3. Außerdem, was noch wichtig ist für unser Leben, ist unser Körpergewebe. Wir sind C, ihr seht, Vitamin C ist das Körpergewebe. Mein ganzer Körper besteht aus Vitamin C, aus Kollagen. Ich weiß, Vitamin C verhindert auch Zellulitis. Man sieht, ich habe eine ganz leichte Zellulitis auf dem Bauch, aber ich kann es verkraften. Unter Wasser muss ich keine Modeschau machen. Das Vitamin C ist wichtig, 500, 600 Milligramm täglich würde machen, dass ich ganz stramme Muskeln habe. Da kann ich im Fitnessstudio gehen, schön trainieren und einfach Muskelmasse aufbauen. Was noch sehr wichtig ist für uns Krokodile, ist eigentlich, ich denke an unseren Schwanz. Ihr seht, ganz schönen Schwanz, was ich habe. Ihr Mensch mit eurem kleinen, mickrigen Stummel, wollt ihr auch so einen großen Schwanz haben wie ich? Ja oder nein? So einen großen Schwanz. Mein Ratschlag ist Arginin. Arginin durchblutet meinen Schwanz und dadurch klappt es auch beim Sex. So, das merkt euch, Arginin ist eine Aminosäure, eine natürliche Aminosäure, hat einen Nobelpreis im Menschenbereich bekommen, interessiert mich nicht, aber wenn ich Probleme habe mit der Nachbarin, dann hilft Arginin, dass ich im anderen Teich rüberschwimme und wir zusammen vielleicht eine Familie gründen. Arginin hilft auch bei Blutdruck, deshalb anderer Ratschlag, auch heutzutage vom Tierbereich, nicht von Robert Franz, nimmt Arginin bei Blutdruck. Arginin macht, dass die Ader sich entspannen, erzeugt Stickstoff künstlich. Dadurch gibt es einen ganz tollen Blutfluss. Und was machen die Mediziner bei euch heute? Euer Herz wird runtergefahren, ihr habt keine Kraft, keinen Saft. Ihr seid wie ein Auto im Leerlauf. Und da wollt ihr auch noch Gas geben. Funktioniert halt nicht. So, das merkt euch, als Krokodil würde ich Vitamin D3 nehmen, ich würde Vitamin K2 nehmen, würde Vitamin C nehmen. Und dass es mit dem Sex klappt, würde ich auch Arginin nehmen. Viel Spaß, ich komme gleich wieder. Danke.